Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy XIV Online. Es ist ultra lange her, dass ich mal wieder aufgenommen habe, aber ja, ich habe wieder Zeit und was macht der Mensch natürlich, wenn er Zeit hat? Er macht sich Arbeit. Also, wir sind hier wieder in Final Fantasy XIV. Es hat sich ein bisschen was verändert. Beispielsweise habe ich den Charakter mal etwas angepasst, so wie mein Hauptcharakter auch mittlerweile aussieht. Außerdem sind einige Updates gekommen. Beispielsweise, wie kann ich das am besten erklären? Also man kann beispielsweise hier oben die Ausrüstung optimieren. Die optimalste Ausrüstung habe ich jetzt natürlich gerade. Es sind noch viele andere Sachen gekommen, die ich jetzt aber Stück für Stück immer mal so nennen werde, wenn es mir gerade einfällt. Unter anderem beispielsweise, ich zeige euch das mal vielleicht gerade auf der Karte, wenn ich das hier sehen kann. Okay, hier ist jetzt gerade keine, aber wir haben ja diese, ich sag mal, Quest-Item-Symbole hier, die man annehmen kann. Und mittlerweile wurde es so gemacht, wenn es wichtige Quests sind, dass diese so ein kleines Plus unten drunter haben und man dementsprechend weiß, okay, hier muss ich was machen, das muss ich annehmen und ja, dementsprechend weiß man dann halt, dass man das am besten machen sollte. Wir werden jetzt uns in nächster Zeit natürlich nur auf diese Hauptquests konzentrieren. Wir werden die Main Story vorantreiben, wir werden wichtige Quests machen und ich habe mich verlaufen. Und ja, halt was man so macht. Da wir alleine unterwegs sind, werden wir mal mit dem Boost-Prediger anlegen. Das ist ja die Verstärkung unserer Schwarzmagie-Zauber, die wir ja auch als Weißmagier haben. Und ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal, wie gesagt, zu unserer Hauptquest. Ich habe ultra lange nicht mehr selbst gespielt. Also ich habe jetzt erst vor, ich glaube, 4-5 Tagen oder eine Woche oder so ähnlich, habe ich bei Final Fantasy XIV wieder angefangen. Es war echt verdammt schwierig. Ich musste erst wieder lernen, wie man läuft. Ich musste lernen, wie man kämpft. Ich musste meinen Job komplett neu lernen. Ich habe dann ja auch einen anderen Job gemacht gehabt. Den habe ich jetzt mir erstmal wieder eingeprägt. Und ja, es ist halt super schwierig, da rauszufinden, was man am besten macht. Wir haben die Errungenschaft Kartograf östliches Tanalan bekommen. Das bekommen wir dann, wenn die Karte hier komplett aufgedeckt wurde, wie man ja hier sehen kann. Ach ja, genau, eine Neuerung. Man sieht jetzt beispielsweise, wo man in die nächste Zone reinkommt. Halt für die, ich sag jetzt mal ganz doofen. Was haben wir denn hier eigentlich? Lehrmeister. Oha. Das sagt mir jetzt auch gerade noch nichts. Also vieles muss ich ja selbst auch noch erkennen oder sehen oder was auch immer, was hier verändert wurde. Das sehe ich ja auch noch nicht so ganz. Bin halt mit meinem anderen Charakter mehr im Endgame-Bereich. Wenn man das so nennen kann. Momentan ja wieder, wie gesagt, ein bisschen in der Lernphase. Aber so die, ja, von der Story her und so weiter, bin ich halt nicht mehr in so kleineren Gebieten unterwegs. So, wir haben Marquess hier. Mit dem sollen wir sprechen. Marquess? Ja, der bin ich. Isimbad schickt dich, um Nachforschungen über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann, doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam ins Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Gut, dann machen wir das mal. Wir sollen hier den Berg hoch. War das der Berg? Ich denke schon. Ja, ich glaube, das ist das. Genau. Hier haben wir unsere Grabstätte. Da sollen wir, also hier in Final Fantasy XIV werden die Leichen halt nicht als Leichen dargestellt, sondern so als Blümchen. Außer hier jetzt. Bestattungsfertiger Leichnam. So, der ist jetzt bestattet. Wir sollen... Ach nee, wir sollen jetzt Bericht erstatten. Ich dachte, wir sollen jetzt hier irgendwie noch beten oder so, weil das kann man nämlich auch als Emotion... Ups. Als, oh, ich dachte schon. Wie sagt man? Also zum Beispiel Wave und so weiter kann man ja alles machen. Kann man halt auch mit Pray beispielsweise. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Allein dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Ich würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen, doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten.
Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Ursen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich erst einmal unterhalten. Oder einmal. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte sein Tagewerk verrichten. Gut, den lassen wir jetzt einfach mal links liegen und gehen in die Kirche rein zu Ursen. Genau. Hier haben wir ja auch sonst keine Quests, die wichtig für uns wären. Ja, gut, dann reden wir mal mit ihr. Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seele gekümmert hast. Richte Isembard bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Wie Marquess dir ganz recht erzählte, stehe ich in engem Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sie nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen. Ich hoffe übrigens, Marquess war nicht allzu grob mit dir. Seit der 7. Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt zu anderen. Erst vorhin hat er sich vor einem anderen Besucher, ich glaube sein Name war Tancred, unmöglich aufgeführt. Sei versichert, dass ich mir den Flegel nachher einmal zur Brust nehmen werde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Tancred schon kennt, ich kenne Tancred. Aber okay. So, wir haben jetzt hier auf der Karte auch ein Symbol dafür, dass wir, die Quest abschließen können. Das ist dieses Story-Symbol mit dem grünen Hintergrund. Das bedeutet halt, wir sind hier fertig, wir können das abschließen. Jetzt muss ich mir überlegen, wir müssen wirklich noch so langsam laufen. Aber das können wir auch bald erledigen. So, ich glaube, der ist hier unten. So, da ist er doch schon. Isembard. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht Zanin ist, du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich, löblich. Das ist Tancred. Ja, ich glaube, den kennt ihr auch schon. Ach nee, doch nicht. Huch. Erlaube mir, mich vorzustellen, werter Isembard. Mein Name ist Tancred und ich bin wie Zanin mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Ach doch, dann doch. Auch ich wurde von Ungust an die Priester verwiesen und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ursen in Frage. Die ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ursen ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam, wirklich seltsam. So, wir können uns was aussuchen. Guck mal natürlich, dass wir etwas nehmen, was für unseren Job am besten ist. Dann nehmen wir jetzt hier diesen Baumwolldalmatika. Das ist halt für unsere, ja, für unseren Heiler-Job ganz gut. So, wir gucken direkt mal, ob wir den vielleicht sogar anlegen können. Wahrscheinlich sogar wirklich. 12, 24, nee, tatsächlich ist der genauso wie unser jetziger. Konstitution 2, 3, 3, 3. Oh ja, doch, das ist auf jeden Fall besser. Dann legen wir den mal an. Ich habe jetzt hier auch noch diesen Elysentaler. Der bringt mir jetzt halt momentan noch nichts, weil, ich bin ja kein Elysen mehr. Ich bin jetzt eine Aura. So, wir können jetzt hier die neue Quest wieder annehmen. Das machen wir jetzt auch erstmal. Die barmherzige Priesterin. Isembard ist nicht sicher, was er von Tancreds Anschuldigung halten soll. Die Priesterin Ursen soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, in letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbasar des öfteren Besucher abgestattet haben. Sie wird doch wohl nicht. Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren, Zanin. Hör dich am besten einmal bei den Kindern um, was Ursen von ihnen will. Ja, wie immer sind wir natürlich Laufbursche. Ich will mal gucken, hier war doch irgendwo so ein Mokri. Ich sehe auch gerade, mir ist die Karte hier viel zu... Ich muss die mal kleiner machen.
So, das ist mir schon lieber. Ist mir sonst einfach zu groß. Hier habe ich jetzt eine bessere Übersicht. Mokri. Wir gucken mal nach einem Mokri. Da hinten ist einer. Wir haben nämlich 5 Briefe. Die will ich mir mal anschauen. So, dann gucken wir doch mal. Wir haben von Final Fantasy 14 Briefe bekommen, die... Jetzt will ich mal hier gerade noch schauen. Das war von meinem Freund. Ja, okay. Ja, wir haben Briefe bekommen, weil wir ja seit einer gewissen Zeit auch ja, spielen, abonniert haben, wie auch immer. Mit dem kristallgefertigten Pendel können Ätherströme gemessen und so die Aufenthaltsorte von Freunden in Not lokalisiert werden. Oh, okay. Und ein Freundschaftsreif. Nehmen wir mal mit. Dann der nächste Brief. Das ist jetzt hier eigentlich nur Sachen zum Anziehen. Bringt uns jetzt nicht so viel. Hier ist auch wieder nur was zum Anziehen. Ach nee, beziehungsweise das ist ein Harnisch für ein Chocobo und das ist eine Firion-Puppe. Dann haben wir hier eine goldene Chocobo-Feder und 5 Ballsaal-Etikette. Die Lehren eines berühmten Tanzchoreografen. Benutze das Buch, um ein neues Emote zu lernen. Ah. Und überall auf der Welt. Überall auf der Welt als Symbol der Freundschaft bekannt. Diese schicken Feder können bei Fundsachenverwaltern gegen besondere Belohnungen eingetauscht werden. Ah ja. Und das letzte ist wieder was zum Anziehen und diesmal was ganz Besonderes von Final Fantasy 9, die Rüstung. Sieht richtig cool aus, aber ich kann momentan, glaube ich, noch nicht drüber projizieren. Man kann später nämlich hier über die Sachen drüber projizieren. Kann ich jetzt momentan leider noch nicht. Aber ich kann euch ja mal zeigen, gerade wie das aussieht. Man hat dann halt hier diese Sachen von Zidane an. So. Ja, dann haben wir uns mal noch die Puppe hier. Die gucken wir uns an. Die benutzen wir auch. Jetzt können wir eine Firion-Puppe und eine Nanamo-Puppe benutzen. Ja, und die anderen Sachen können wir jetzt eigentlich so noch nicht so benutzen. Okay. Ja, unsere Quest führt uns jetzt... Jetzt muss ich mal gucken, wo uns die hinführt. Quest, wo bist du? Moment. Wir sollen uns bei den Flüchtlingskindern umschauen. Das ist hier oben. Da bin ich gar nicht. Da muss ich... Ach doch, hier unten bin ich. Ich muss also ganz nach oben und da hingucken. So. Ah, jetzt sehe ich es auch auf der kleinen Map. Dann gehen wir mal dahin. Kann halt, wie gesagt, ein bisschen dauern, weil wir noch kein Chocobo haben. Aber das wird eine der ersten Sachen sein, die ich mitmachen werde. Aber ich glaube, dass das durch die Story mitkam. Also das kann ich momentan gar nicht so vorantreiben. Oder nee, Moment, war das Story? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich mich mal nochmal informieren. So, dann schauen wir mal, ob die barmherzige Priesterin wirklich so barmherzig ist, wie sie vorzugeben scheint. Wobei ich gerade echt nicht, also von ihrem Verhalten aus hätte ich jetzt nicht erwartet, dass da irgendwie was Böses dahinter steckt. Aber wir müssen hier auch ein bisschen aufpassen. Ihr seht, wir sind Level 20. Die Gegner hier sind Level 17 bzw. auch Level 16. Also die Viecher, die Akku ziehen, sind momentan Level 16. Das kann also sehr gefährlich sein. Eins oder so kann man auf jeden Fall vielleicht noch schaffen. Aber wenn es dann mehr Gegner sind, kommt man dann doch ein bisschen in Probleme. Ich kann mich auch irgendwie so ein bisschen erinnern, dass es hier damals etwas komplizierter war. Wenn das jetzt die Stelle ist. Naja. So, wir können wieder sprinten. Und da haben wir den ärmlichen Jungen, mit dem müssen wir sprechen. Beziehungsweise sind hier, glaube ich, auch mehrere von denen unterwegs. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Da musst du uns helfen. Ursenn ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns hier immer Geschichten von Tal vor, aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollsten Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr sehen. Also wenn ich das so höre, scheint sie mir jetzt keine Böse zu sein, wenn sie für ein Flüchtlingskind... sich in Gefahr begibt, um das Spielzeug zu holen. Ich sehe auch gerade, hier hinten haben wir einen Kampf. Dann werden wir vielleicht vorher mal ganz kurz Brotes machen, um sicher zu gehen. Und hier ist ja Ursenn. Diese lila Aura, die da drumherum ist, bedeutet, wir bekommen jetzt einen Kampf. So.
Vorher machen wir noch mal Wind auf beide. So. Aber die sind relativ einfach, die Gegner. Das sollte kein Problem sein. So. Und das war's auch schon. Jetzt können wir Ursen helfen. Zum Glück sind hier keine bösen Gegner dabei. Vielen Dank, das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich Oh, du bist die Abenteurerin von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung. Keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurückbringen. Oh, das ist wirklich lieb. Also da habe ich kein Bedenken, dass sie irgendwie böse ist. So, wir sollen zur Kathedrale zurück. Und das sind die Viecher, die ein bisschen gefährlich sind. Vielleicht komme ich aber so vorbei. Ja, tatsächlich, hat funktioniert. Die haben mich nicht gesehen. Die standen nämlich beide mit dem Rücken zu mir. Wobei, der wird mich jetzt wahrscheinlich sehen. Lalalala. Ja, und dann geht es nämlich los. Und dann muss man entweder relativ stark sein, um die besiegen zu können. Nicht alleine natürlich. Also am besten. Oder man rennt schnell weg. So wie ich es jetzt mache. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit mit denen verlieren. Wir sind relativ kurz vor Level 21. Mit Level 22 lernen wir eine neue Attacke. Und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Irgendwann haben wir auch eine neue Inni nochmal gehabt. So. Ich wollte gerade sagen, ich konnte mich nicht mehr bewegen. So. Priesterin Norsen wurde vom Monster angegriffen, als sie den Andenkenring eines der armen Flüchtlingskinder suchte. Die Ärmste. Ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten und nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unserem Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern unter Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Ja, das denke ich tatsächlich auch. So, dann holen wir uns neue Schuhe. Und wir sind Level 21. Yay, supi. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall uns mal die Schuhe neu anziehen. Die sind sogar schlechter. Willenskraft 2. Ja, dann lassen wir die alten Schuhe mal noch dran. Die hatte ich ja in einem Dungeon gefunden, glaube ich. Oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, die hatte ich in einem Dungeon gefunden. Mal gerade gucken. Aha, okay. Ja, die sind halt einfach noch besser momentan. So, dann sprechen wir den guten Herrn nochmal an. Höchst verdächtig. Isenbart hat eine wichtige Mitteilung für dich. Sorge dich nicht wegen Ursens Verletzungen. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Tankred begeben. Er war nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er wird in der Nähe des Amaljas-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tätern gefunden. So, das ist hier unten. Moment, gehe ich denn am besten lang? Hier lang am besten. nein, hier ist falsch. Ah, da geht's schon los. Verlaufen. Dann gehen wir hier oben lang. Wobei, na. So, hier. Und dann biegen wir hier ab. Da müssen wir halt einen kleinen Umweg laufen. Aber ach Gott. Ja, mein Sprint ist schon wieder alle. Aber nicht mehr lange. Und dann können wir mit dem Vogel durch die Gegend rennen. Da freue ich mich schon drauf. Das ist ein ganz anderes Spielerlebnis, wenn man schneller unterwegs sein kann. So. Wie sieht es eigentlich mit den Innis aus? Wir hatten bisher Sastasha, Tamtara und Copperbell Mines, beziehungsweise Kupferglockenmine. Die hatten wir ja bisher schon gemacht. Die anderen Innis werde ich es so machen am besten.
dass ich einfach in die Inni reingehe. Ich werde mir jetzt gar nicht mehr so die Leute suchen, weil das meistens zeitlich nicht so klappt. Ich kann halt nur tagsüber aufnehmen. Die meisten sind dann natürlich arbeiten. Ich habe ja montags, dienstags frei. Und da kann ich dann so ein bisschen flexibler aufnehmen auch. So, Tankred. Ah, da bist du ja, Zanin. Du kommst wie gerufen. Ich habe gehört, was Ursin widerfahren ist. Die Ärmste. Es tut mir leid, dass ich sie zu Unrecht verdächtigte. Die Dreistigkeit, mit der diese Täter vorgehen, ist wahrlich ungeheuerlich. Doch ich bin den Übeltätern auf der Spur. Als ich Ursin in der Nähe des Goldbazars beschattete, stieß ich mehr zufällig auf einige Amaljar, die sich höchst verdächtig benahmen. Ich heftete mich an ihre Fersen und folgte ihnen unauffällig bis zu diesem Lager. Ich hätte mich natürlich auch drinnen etwas umsehen können, aber ich will den ganzen Spaß ja nicht nur für mich alleine beanspruchen. Und du bist einem kleinen Abenteuer schließlich nie abgeneigt, nicht wahr? Ich werde hier Wache stehen, während du das Lager durchkämmst. Wenn es hart auf hart kommt, kann ich dir beistehen. Ah ja, das ist hier super. So, bevor wir jetzt aber in das Lager gehen und uns einigen Kämpfen stellen, werde ich den Part an dieser Stelle beenden. Wir sehen uns dann in einer neuen Folge von Final Fantasy XIV wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.